bist du, Reisender? All meine Taten. Schenke mir dein Licht. Nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und diese große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam, du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kallus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Du bist also der, der für den Reisenden spricht. Ob die wissen, dass Menschen Essen brauchen? Ohne Toilette? Man weiß es nicht, aber... Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destiny. Wir erreichen die europäische Todeszone. Da machen wir es uns erstmal bequem. Guck da. Erkennst du es? Da müssen wir hin. Das Ding wird Bruchstück des Reisenden genannt. Ich nenne es, man soll schlafende Hunde nicht wecken. Ein Bruchstück des Reisenden. Ah, dadurch kriegen wir unsere Fähigkeiten also zurück, ja. Gut, nicht die eleganteste Lösung, aber eine Lösung. Besser als keine. Ja, wie ihr seht, habe ich mich gerade teleportiert, was also meine Fähigkeiten quasi zurückbringt. Wanderfalke und störrische Eiche. Wir befinden uns hier übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, an den Häusern und allem, in Deutschland. Wir sind in Deutschland, Freunde. Europa, Deutschland. Also es ist wirklich Deutschland, die Entwickler haben sogar gesagt. Und so sieht es in Deutschland aus. Bäume, Berge. Ja. Cool. Also gut, wir gucken mal kurz in unser Inventar rein. Wir sind fast Level 2. Störrische Eiche. Hortron hat diese Waffe während ihrer einsamen Jahre in der Wildnis aus Schrott geschmiedet. Und dann mir geschenkt. Cool. Eine Powerwaffe. Gibt es etwas, was ich mir genau ansehen sollte? Ein Kryptonarch. Oh, da bin ich aber froh, dass du an einem Stück bist. Ich bin Tyra. Tyra Khan.
Sind wir uns schon mal begegnet? Ohne Verbindung zum Licht bin ich etwas desorientiert. Ich höre, du suchst das Bruchstück des Reisenden. Auch ich habe davon geträumt. Der zersplitterte, kaputte Rand. Eine Wunde, die niemals heilt. Doch ich traue seiner Anziehungskraft nicht. Wie wir kennt auch das Bruchstück das Licht nicht mehr. Nicht seit der Reisende es während des Untergangs abwarf. Seit Jahrhunderten verdirbt es alles um sich herum. Sein Aufenthaltsort ist nun ein Ort des Todes. Wenn du wirklich gehen willst, vergiss nicht. Wir Hüter sind nicht länger unsterblich. Das heißt, wir müssen den Kern aktivieren, ja? Auch Tyra floh aus der Stadt und fand Zuflucht in diesem Camp. Sie verlor ebenfalls das Licht, aber hat erfahren, dass du eine Vision vom Bruchstück hattest. Tyra warnt dich vor den Gefahren im umliegenden Düsterwald, besonders jetzt, da du sterblich bist. Ach, dieser komische, wo der Adler halt rumflog und in diesen Wald halt später ankam. Das war die Vision, aber ich habe da kein Bruchstück gesehen gehabt, na egal. Nimm Tyras Geschenk und suche die Leiterin des Camps. Suraya Hearthstone auf. Okay. Träumeumhang. Boah, gibt mir ein bisschen mehr Verteidigung, aber sieht nicht so schön aus wie der hier. Hast du etwas für mich, Hüter? Guck mal, netter Umhang. Verbrannter Jägerumhang. Das war mein alter Umhang, glaube ich. Naja, gut. Wechseln wir mal. Ich habe natürlich meine Ulti nicht mehr und alles. Naja. Was geht? Hallo, wer bist denn du? Aus der Roboter? Mal ein bisschen unsere neue Gegend hier kennenlernen, wa? Aber ist echt schön. Es ist nicht mehr so kalt wie damals auf diesem Stützpunkt. Ignoriere den Vogel einfach. Hier spielt die Musik. Achso, falsche Taste. Wow. Hier ist ja eine Menge los. Aber ich habe ja auch mein halbes Leben lang außerhalb der Stadt gelebt. Also. Egal. Ich habe gehört, du wolltest dir das schrottige Überbleibsel des Reisenden anschauen. Ihr Hüter und eure Freizeitaktivitäten. Also, Louis und ich hören immer auf unser Bauchgefühl. Ich werde dich da nicht aufhalten. Ich habe hier genug zu tun. Nimm das Schiff, mit dem du gekommen bist. Dann kommst du schneller zurück. Siehst du die ganzen Flüchtlinge? Ich habe noch niemanden verloren. Mach mir meine Statistik nicht kaputt. Half-Throne bevorzugt ein einsiedlerisches Leben außerhalb der Mauern. Dennoch übernahmen sie die Verantwortung für das Camp, um den Flüchtlingen aus der Stadt zu helfen, in diesen unbekannten und gefährlichen Landen zurechtzukommen. Sie möchte auch dir helfen, indem sie dir ein Schiff für deine Reisen gibt. Folge deiner Vision zum Bruchstück des Reisenden, indem du die Mission Funke in der ETZ abschließt. Ausrüstung. Es kostet Glimmer, ja gut. Tolle Hilfe bist du. Geldgierig bist du. Navigation verfügbar. Half-Throne hat dir ein Sprungschiff geschenkt, den Wanderfalken. Mit diesem Schiff kannst du nun die Farm hinter dir lassen und sogar zu anderen Welten reisen. Benutze Navigator, um neue Missionen auszuwählen, Orte zu finden, deine Meilensteine anzusehen oder mit deinen Freunden zu interagieren. Cool. Farmaufseher. Und? Was kann ich für dich tun? Ich guck mich hier nur ein bisschen um. Hallo Falke. Hallo Menschen, die einfach nur hier rumstehen. Ja, ich öffne gleich meine. Ja, gut, ich öffne jetzt meine Navigation. So. Was haben wir denn da? Ah, mein Tresor. Habe ich da was drin? Ich drücke noch die falschen Knöpfe. Ah, nö. Sammlung. Schattentanz. Jeder ist ein Ziel. Ja.
zeigen. Salutieren. Oh, ich mach einen Schattentanz. Seine legendäre Geste. Und salutieren. Bitte. Okay, danke. Jubel! Langsames Klatschen. Kauern. Gähnen. Lachen. Achso, ich habe nicht genug. Achso. Abzeichen. Siegreiche Lorbeeren. Die erste Welle. Oh, die erste Welle mag ich. Kann ich hier alles anklicken? Oh, tatsächlich, sammle ich alles ein. Was ist das hier? Abzeichen, Abzeichen 2. Der Löwe, Stolz des Titans. Scharfsinn des Jägers. Nur eins zur Zeit. So. Na gut. Achso. Schattentanz. Den hier. Anderes Flugschiff habe ich noch nicht. Was ist das? Transportmittel. Was ist das? Auras. Nein, kein 426. Wieso sollte eins davon hier oben sein? Moment, nein. Winken. Tanzen. Boom, 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 boom. Den finde ich gut. Was bist du? Auch ein Tresor? Ist da was anderes drin? Nö. Anscheinend nicht. Okay, Navigator, zeig mir was anderes. Da waren wir schon, da oben waren wir auch. Da ist noch neu. Poststelle, oh Gott. Meine Stimme lässt nach. Verzeihung. Zero von Ashington. Sei gegrüßt. Keine Nachrichten. Na gut. Na gut. Kehre zum Orbit zurück. Ich dachte, das wollten sie nicht dabei haben, dass man zum Orbit zurückkehren muss, um die Mission zu starten. Das gucken wir uns doch genauer an, ne? Navigator öffnen. Also, wir haben hier die Farm und wir haben die Erde. Die rote Schlacht. Achso, geht direkt los. Funke! Europäische Todeszone. Deutschland? Achso, ich verstehe, was die meinten. Man kann jetzt Missionen wahrscheinlich auf der Erde direkt starten, ohne dass man zurück zum Orbit muss. Aha. Ich verstehe. Sicher, dass du das machen willst? Das Bruchstück ist der Grund, warum der Ort Todeszone heißt. Uns bleibt keine Wahl. Es ist ein Zeichen. Ja, ein Zeichen, das Todeszone heißt. Ja, ist doch gut. Ich finde es immer sehr gut, wenn irgendwas tot heißt. Ja, außer ich bin's. Wieder Einstieg eingeschränkt. Ja, das ist klar. Ich war schon in der ganzen ETZ unterwegs. Weißt du, hübsch ist es. Ich meine, nichts ist so einladend wie ein dunkler, gruseliger Wald. Aber Nichthüter sollen die Stadt doch nicht verlassen. Das Ding mit den Regeln der Stadt ist, dass sie nicht mehr gelten, wenn man die Stadt verlässt. Das ist wohl wahr. Da ist ein kleiner Spalt in der Wand. Schwer zu sehen, aber da ist was. Niemand geht da näher ran. Zumindest niemand, der zurückkommen will. Okay, das sieht wirklich tot aus. Autos. Aus der Vergangenheit. Aber Nummernschilder? Ah, schade. Sonst hätte man sehen können, dass das DE ist. Naja, vielleicht gibt es andere
Möglichkeiten, das herauszufinden. Sieht schon ziemlich deutsch aus. Hui, das war close. Dann guck dir den LKW an. Was hat da komisch geleuchtet? Wir gehen sicherheitshalber mal hier drauf. Okay, das war Licht. Sag Bescheid, wenn du auf der anderen Seite bist. Arthur, kannst du uns hören? Natürlich nicht. Die Leitung ist tot. Okay, ich gehe mal noch ein Stück zurück. Nur um zu gucken, was hier hinten ist. Man weiß ja nie. Mundwinkler einsammelbares Verstecken. Hui. Okay, da auf jeden Fall nicht. Und soll ich auf die Powerwaffe wechseln? Hast du was gehört? Alter, siehst du die Augen nicht? Okay, gucken wir mal, mit was wir es hier zu tun haben. Die Gefallenen. Ach, die Gefallenen, lol. Ja, wenn es weiter nichts ist. Kanonenfutter ist das. Aber was wollen die hier? Suchen die auch einen sicheren Ort? Die Gefallenen haben keine Farben getragen, die wir schon mal gesehen haben. Was ist das? Hä? Ach, das ist ein Ort, wo die rauskommen. Ich wollte schon sagen, was habe ich denn da gefunden? Ja, die kommen ja aus solchen Orten raus. Irgendwas Einsammelbares hier? Nein? Leute. Quarantäne Sektor 236. Schwärzerer Wald. Das ist der Schwarzwald? Nur ein bisschen schwärzer? Das kann gut sein, ne? Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier etwas. Wieso gibt es so versteckte Orte? Ein Generator? Heute! Ah, Paria! Kinetikwaffe, cool! Direkt mal ausprobieren. Nice. Unsere erste Waffe, Freunde. Aber hier scheint nichts zu sein. Na gut, gehen wir höher. Das kommt mir ja so bekannt vor. Hm. Das Bruchstück des Reisenden. Da ist ein Eingang. Das ist es. Genau wie in unserer Vision. Na, wer redet da? Weiß nicht, ob ich runter soll oder ob es hier noch einen Gang gibt. Und da kann ich später erst hoch wahrscheinlich. Na gut. Wir haben es zumindest gesehen. Ich kann später mal nachgucken, was da war. Gut, dann gehen wir mal ins Bruchstück hinein. Gucken, was wir da so finden werden. Ah, Feuer, cool. Feuer haben wir schon mal gefunden.
vermute mal, das Feuer zeigt uns den Weg dahin. Hui. Oh, hi. Verloren und wiedergefunden. Hä? Ich hab eine Waffe wiedergefunden? Ich hab nicht mal eine Granate, Mann! Wie traurig ist denn das? Flüchtlingsstiefel, Beinschutz. Ich meinte, wir sind hier sicher, also die Karte sagt mir nichts, gut. Flüchtlingsstiefel. Ich bin deutsch. Aha! Lol. So. Verloren und wiedergefunden. Hearthstone hat diese Waffe während ihr einsamen Jahre in der Wildnis aus Schrott geschmiedet. Okay. Die hat ganz schön viel geschmiedet, wa? So, Paria und andere. Da ist die Feuerrate zwar besser, aber Feuerrate heißt ja nicht gleich besser. Auf jeden Fall haben wir da Schlagkraft und Reichweite mehr. Das Rückstoßverhalten ist vertikaler. Zielfernrohr. Man kann natürlich auch die Waffen aufleveln. Schnellfeuer, große Munitionsreserven, nachladen, schneller, wenn leer. Nur ich behalte mal meine. Klingt auf jeden Fall ein bisschen besser. Guten Tag. Wollt mal anklopfen. Da denken die wirklich, ich sehe die nicht. Ach, dich habe ich nicht gesehen. Glückwunsch. Ich erinnere mich so ein bisschen an Star Wars, die Typen, ne? Muss ich dazu sagen. Ein Item! Gib mir das Item! Handschuhe, Flüchtlingshandschuhe. Angucken. Sehr schön. So langsam kriegen wir unser erstes billiges Set zusammen. Das einem nichts nützt. Oh, hier fliegen Steine durch die Gegend. Ja. Nicht nur kleine. Ich muss nachladen, wartet kurz. Seid fair. Dankeschön. Ich finde die besser. Die ist ein bisschen präziser. So. Und die ist nicht so laut. Oh, Items! Flüchtlingspanzerweste. Wuhu! Wie sehen wir jetzt aus? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ist hier fast wie ein Burger aus. Aha. Na gut, der Helm verrät mich noch ein bisschen. Endergramme. Verbrauchsgegenstände, Modifikationen, Shader. Okay, cool. Geht viel zu finden. Da kommt, glaube ich, gleich etwas Großes raus. Was war dies? Ich hoffe, ihr wollt mich wohl verarschen. Wer ist hier? Da seid ihr, ihr kleinen Kackhaufen. Neues Ziel. Begib dich zum Bruchstück des Reisenden. Leichter gesagt, jetzt getan, Freunde. Gib mir mal die Munition. Oh, ich hab schon genug. Ach, da springst du rum. Hoch!
kann mir nicht mal den Namen durchlesen. Der ist so lang. TX! Verminderter Fiesling. Okay. Hau ab, das ist ein 1 vs 1. Nein! So, lasst mich in Ruhe. Wie hat sich geheilt? Ne, das ist noch ein zweiter. Cool, jo. Und das Ganze nochmal. Okay, versuchen wir es nochmal. Dieses Mal ein bisschen eleganter. Ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen verschanzen. Und dann gucken wir mal. Ach, da ist der Typ. Ich würde gerne den hier kurz nehmen. Ihr seht schon, zielen ist mit dem hier ziemlich assig. Dann musst du ein bisschen näher rangehen. Ich stehe ja auf präzise Waffen, ne? Du wirst dich nicht aufladen, Kollege. Oh, das ist noch ein zweiter. Nein, 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 Freunde. Nicht mit mir, nicht jetzt. Ich bin weit gekommen. Oh, Flüchtlingsumhang. Cool. Unser Set ist komplett. Nicht dein Ernst, Kleiner, nicht dein Ernst. Die sterben. Puh. Wir haben sie wohl verscheucht. Getötet. Bring mich zum Bruchstück. Ja, zumindest haben wir die Flüchtlingsmaske noch mitgenommen. Wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeitalters. Spürst du es? Halt deinen Händen gut fest. Okay. Spürst du es? Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Auf, Hüter. Und du? Akusakrobat. Aha, was? Jägerfokus. Neues Ziel. Benutze das Licht. Gut, Freunde, morgen werden wir das, beim nächsten Mal werden wir das Licht benutzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.